Hi Leute, ich wollte mal ein kleines Video zu machen, wo die Menschheit heutzutage eigentlich steht und wie das so ausschaut, was meine Gedanken dazu so sind. Und ja, ich denke, man soll sich mal ein paar Fragen stellen, zum Beispiel wie, wenn das heutzutage die Krone der Schöpfung, so der Höchststand der Entwicklung ist und der Mensch wäre ja so weit und über allen Tieren und allen möglichen drüber. Und warum sind sie denn dann nicht glücklich? Wieso mache ich das denn? Glück ist das höchste Gut. Und ja, wenn man sich so Tiere anschaut, jedes Tier ist glücklicher. In der Bibel steht schon, über die Vögel, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie leben doch. Und der Mensch meint irgendwie ständig was machen zu müssen. Und ja, dieser ständige Fortschritt, aber nicht zu wissen, wohin. Es gibt kein ständiges Wachstum und dann immer auf ständigen Wirtschaftswachstum aus zu sein. Ja. Die Krone der Schöpfung. Ich weiß ja nicht so recht, ob es im Moment nach Krone der Schöpfung ausschaut. Ja. Die Mensch hat die Umwelt noch nie so zerstört wie jetzt. Wie viele Menschen sind denn schon mal wirklich glücklich? Schau doch mal die Tiere an. Ich glaube nicht, dass ein Vogel irgendwie früh aufsteht und sagt, oh Scheiße, jetzt muss ich halt schon wieder zwitschern oder was. Vogel macht gar nichts den ganzen Tag. Der zwitschert, der fliegt umher, macht was er Bock hat. Der ist völlig frei. Vogel steht einfach für Freiheit. Die Luft, Himmel, ja, der Vogel, der ist halt nicht, der lebt nicht, der lebt einfach nur völlig im Moment und er lebt doch, obwohl er sich um nichts kümmert. Und wenn wir so hoch entwickelt sind, warum sind wir denn dann so unglücklich, warum gibt es so viele Krankheiten, ja. Warum bringen sich Menschen um, nehmen sich selber das Leben? Das ist ja ein super Höhepunkt der Schöpfung, ich weiß nicht. Manchmal, die Leute sind schon ziemlich verbordet, ne? Und ja, da bin ich doch lieber dumm und ein Vogel, als das ist die Krone der Schöpfung, aus ihrer Sicht gesehen. Ja. Wenn wir so hoch entwickelt sind, wieso kann das jedes Tier in der freien Natur besser überleben als wir? Jedes ohne Hilfsmittel würde ein normaler Mensch ja heutzutage gar nicht mehr auskommen in der Natur. Jedes Tier kommt besser zurecht. Normale Menschen, die sind ja, wenn sie mal 2 Stunden nichts zu essen haben, völlig neben der Spur. Ja, das sind so ein paar Fragen, die man sich einfach mal stellen sollte.